Aber ich glaube, ich habe zu wenig drin. Das ist jetzt auch kein Getreide. Moin erstmal und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich bin gerade in den Raps gegangen, wo ich dachte, gucken wir mal in den Raps, ob das geht oder nicht geht. Weil ich habe gestern sogar dem Lohner abgesagt. Aber ich habe, glaube ich, zu wenig hier drin. Ich muss noch mal ein bisschen mehr sammeln. Oh, das ist beim Raps richtig ätzend. Na gut, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich mehr habe. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ja, passt. Schließt fast ab. Ha. Ha. Irgendwie noch nichts Ganzes, noch nichts Halbes, ne? Weil bei Raps ist es ja noch wahrscheinlicher, dass es nasser ist als an der Handprobe. Ich hatte ja fast gehofft, dass heute doch irgendwas geht, aber so glaube ich nicht. Na gut, ich melde mich später. Bei dem Wetter sage ich nur stay hydrated. Bin ja gerade im Pferdestall, den kennt ihr noch gar nicht, ne? Umgebauter Kuhstall, man sieht ja noch so ein bisschen den Futtertisch. Und ja, ich lasse immer nur Hundschnee hier trinken, ansonsten habe ich nicht viel mit zu tun. Könnt ihr mal reinschreiben, ob euch das interessiert, ob man hier mal rumgehen soll oder so, aber... Ja, wie gesagt, Pferdeboxen, da hinten alter Scheune, so ein Anbau, auch Pferdeboxen. Dann haben wir da noch einen Hallenanbau, man sieht es hier draußen so ein bisschen. Ja, man sieht es nicht zu hell, aber ich will auch gar nicht so rumgehen, weil hier meist immer irgendwelche Leute sind. Dann ist es zum einen unangenehm zu filmen und zum anderen habe ich auch keine Lust, dass die mal ankommen. Naja, gut. Wir sehen uns gleich an der Beregnung wieder. Ich muss mal einen Plan machen, wie das mit dem Dreschen funktionieren soll. Ich glaube, ich werde gleich mal ein bisschen rumtelefonieren, dass ich Getreide auf Montag verschiebe, weil ich auch ein bisschen Stroh haben will davon und morgen dann vielleicht den Raps mache, weil der ein bisschen anfälliger ist, was Wind und so angeht. Wenn da trocken ist, dann platzen die Schoten auf und das will man ja nicht. Deswegen soll der Raps vor dem Getreide runter. Ist wichtiger, so. Weil, man muss nämlich aufpassen, bei der Aussaat, da sind so 50 ist schon fast zu viel, ja, 40, 50 Körner pro Quadratmeter. Das sind 3,6 Kilo auf einen Hektar. Und wenn man dann Verluste hat, bei einer 3, 4 Tonnen Ernte, dann ist das halt alles, na, also das steigert sich schon ganz schön. Da hat man ein unglaubliches Samenpotenzial. So, deswegen will man gar nicht zu viel Schoten verlieren und dann einen unfassbaren Aufwuchs haben. Naja. Thais, kommst du mit? Kam eben schon der Erste, deswegen bin ich weggegangen. Also nochmal schnell. Bei 1% Verluste, bei einer 3-Tonnen-Ernte, habe ich schon ein Samenpotenzial von 30 Kilo. Das ist fast das Zehnfache von der Aussaat. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das will man vermeiden. Dementsprechend auch keine tiefe Stoppelbearbeitung im Raps, weil dann hast du ein Problem, was sich über Jahre hinzieht. Aber da kommen wir dann später zu, wenn ich die Stoppelbearbeitung mache. Ich mache das nämlich ein bisschen anders als andere Menschen. Na gut, ich melde mich später. Ich glaube, das reicht immer noch.
um euch kurz mitzunehmen, ich versuche gerade die Zuleitungstrommel so knapp ans Aggregat ranzustellen, dass ich mit einem ganz kurzen Schlauch da rankomme. Ich habe zwei Schläuche hier. Der eine ist über 20 Meter lang, der andere ist, ich glaube, wenn überhaupt 2 Meter lang. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mit dem kurzen klappt. Scheißegal, wie ich das hinstelle. Aber es ist, ich glaube, ich mache mir gerade mehr Arbeit als das andere. Zusätzlich ist hier ein Graben, wo ich die ganze Zeit so halb reinfahre. Gleich so ein Moment, wo ich mir denke, oh, warum mache ich das nicht einfach so und so, dann wäre das und das nicht passiert. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach so. Boah, das ist so nicht normal hier. Ich lasse es jetzt so. Ich habe keine Kette dabei zum Ausziehen. Was mache ich denn davon jetzt? Irgendwas zurechttütteln, glaube ich. Das ist ja nervig. Der Tüttelband klappt schon mal nicht. Ich arbeite das so hin. Wie lange liegt ihr denn schon hier unten? Ich habe das jetzt alles... Einmal Musik aus.
Ich habe das jetzt irgendwie hingekriegt. Ich habe diesen kurzen Schlauch genommen, den ich eigentlich für die Verbindung nehmen wollte, zum Ausziehen, also sprich daran geklappt und an der Ummarkerschiene gewickelt. Und als ich da war, ist mir aufgefallen, dass mir ein Doppelklammerstück fehlt, um das da anzuschließen. Ja. Shit happens, ist nicht schlimm, das kann ich mit dem Auto mitkriegen, wo ich heute Abend ERS anmachen werde. Ich habe jetzt noch nicht auf den Computer geguckt, wie lange das... Ja, ist egal, heute Abend mache ich das irgendwann an 20, irgendwas nach 22, nach 20 Uhr. So, oder vielleicht sogar noch später. Zur Beregnung an sich nochmal. Es war wirklich der Fall, dass der Stellmotor fest war, der unten diese ganze Klappensteuerung regelt. Das sind ja mehrere Stellmotoren, aber dieser Stellmotor war dicht, fest. Den haben sie getauscht, jetzt läuft alles wieder einwandfrei. So, so viel erstmal dazu, ich melde mich später. Ihr seht es. Ja, ich habe einen zweiten Anhängerzug. Viele wissen das vielleicht schon, viele auch nicht. Ein Welger-Anhängerzug, damals zur Kartoffelsaison sowas gekauft gehabt, als wir noch Kartoffeln hatten. Und seitdem Luxusprodukt, was eine Woche im Jahr einen Einsatz hat. Ist aber ganz gut für die Rapsernte, die will ich mit, oder den Raps will ich mit meinen Hilkenwagen nicht fahren. Da traue ich mich nicht so ganz ran, weil ich glaube, richtig rapsdicht ist er nicht. So, aber den erstmal rausgekramt, Ersatzrad schon mal bereitgestellt, weil die beiden Anhänger rundum erneuerte Reifen damals schon drauf bekommen hatten. Das heißt, jedes Jahr ist irgendwie einer mal weggeflogen. Und naja, so viel erstmal dazu. Ich denke, ein Reifen davon ist auch noch vom Kollegen das Rad. Das muss er auch wieder kriegen. Also morgen auf jeden Fall Raps probieren und Getreide bin ich noch am überlegen. Ich bin der Einzige, der abfährt. Dementsprechend wird es ein bisschen hastig, ob ich wirklich zwei verschiedene Kulturen dreschen lasse oder nicht. Das überlege ich mir noch. Wir sehen uns morgen. So, mit zwei Gefäßen geht das immer besser. Wir sind jetzt gerade im Roggen. Zehn ist Roggen. Top. 13,6. Das heißt, Drescher kann rollen. Kann jetzt schon rollen. Ja, aber ich habe eben gerade mit der Genossenschaft telefoniert. Die haben angerufen, gefragt wegen Dreschen, wo ich das eigentlich angekündigt hatte für heute. Ich meinte aber ja, heute ist noch nichts. Und die meinten, dass generell noch nicht viel ginge. Und die morgen auch erst um 10 Uhr oder so anfangen werden oder gegen Mittag anfangen werden. Und dann, ja, je nach Andrang, halt aufhaben oder nicht aufhaben. Sonntag kommt darauf an, ob es morgen regnet. So, deswegen überlege ich mir noch, ob ich morgen echt zwei Kulturen gleichzeitig dresche. Ich bin halt der einzige Abfahrer. Mein Vater ist morgen nicht da. Ja, mache ich es oder mache ich es nicht? Ist natürlich scheiße viel Arbeit. Aber dadurch, dass kein anderer drischt oder wenig vielleicht erst nur dreschen, beziehungsweise Gerste gedroschen wird, das ist eine andere Annahme. Raps wird auf den Hof gekippt, Roggen in eine Gosse. Das heißt, ich kann permanent durchfahren. Zwei Anhänger am Rapsschlag einzeln abhängen und zwei Anhänger hierhin. Dadurch, dass die Erträge auf beiden Standorten wahrscheinlich eh nicht so Bombe sein werden, könnte es gehen. Die Frage ist nur, wenn es Samstag regnet und morgen soll es regnen. Wir können noch mal reingucken. Da kann diese eine Wolke ganz schön scheiße sein für Stroh. Aber ich brauche ja auch unbedingt das Stroh. Womit ich aber auch rechne, ist, dass die nächsten Tage nicht so warm wird. Heute steht wenigstens die Sonne nochmal für Stroh. Und morgen auch, Sonntag auch. Und dann wird es so peu à peu ein bisschen weniger. Bis Mitte der Woche mag es noch gehen, aber dann kommt so ein kleiner Abfall. Ich zeige euch das mal. So, dieser kleine Abfall hier mit 20 Grad und wieder bewölkt und so, scheiße. Samstag 30, 25, 24. Hier ist perfektes Pressen- und Abfahrtag, Abfahrwetter. So, aber dieser eine Blitz hier unten, der geht mir richtig auf den Sack. Das ist halt die Frage, inwiefern morgen, ja, 60%, 1-2 Liter. Aber auch erst abends, wenn überhaupt. Mit ganz schön viel Wind. Ja, no risk, no fun, ne? Eigentlich machen. Am Ende geht es im Raps doch nicht und es wird gar nicht gedroschen, ist auch scheiße. Theoretisch kann er jetzt schon gedroschen werden, naja.
Schwierig, schwierig. Das ist so ein innerlicher Konflikt mit mir selbst. Ich mache gerade so Pro- und Kontraliste in meinem Kopf, so ob es klappt oder nicht klappt. Dadurch, dass wir ortsnah sind und ich eigentlich in 20 Minuten auch definitiv wieder hier wäre. Und in 20 Minuten hat man ja keine 2 Hektar gedroschen. Das heißt, der Anhänger wäre nicht mal voll. Und das andere Feld, das ist hinten. Wir haben hier 12 Hektar im Beritt. Das ist ja 7 Hektar, 4,5 und nochmal ein halber dahinter. Und Luftlinie, sage ich mal, 700 Meter dahin, sind die 15 Hektar. Das heißt, es kann alles klappen. Danach wird es ein bisschen ätzend, so mit einem 3-Hektar-Schlag, aber das passt auf einen Wagen. Und der 4-Hektar-Schlag mit Raps passt vielleicht auch auf einen Wagen. Ich habe ja große Wagen. Oh, wir gucken. Ich glaube, ich mach's. Ich bin fickerig, ich bin heiß. Na gut, ich melde mich. So, der erste Raps wird gedroschen. Ich habe die Wagen schon bereitgestellt, auch auseinandergehangen. Aber ich kann euch das jetzt noch nicht groß zeigen, weil der andere Drescher ist auch schon da. Deswegen einmal schnell den Häkenzugstart klar machen. Den muss ich noch abfegen. Und zum anderen Feld bringen. Deswegen zeige ich euch gleich mehr. Aber ich verspreche euch, es wird coole Aufnahmen geben. Die ersten 4 Hektar sind ab. Aber mal Feuchtigkeit schnell messen. Wird gedroschen mit dem New Holland SCR oder CR oder wie das heißt, 9070. Ist ein 435 PS starker Rotordrescher, 2 Rotoren. Ja, Ertrag ist so semi-geil gewesen jetzt. Ihr seht, 4,5 Hektar, aber der Rest wird besser. Man sieht ab und an ist noch mal ein bisschen Dinkel drin. Ja, Top 13,3. Wir lassen die Anhänger jetzt erstmal so stehen, weil ich ganz schnell zum Raps mal gucken will. Da habe ich noch keine Probe gezogen. Und dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Das Problem ist auch, dass das Wetter uns noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, weil da sind so 2 komische Wolken. Ich verlasse mich gerade auf dieses Naturphänomen, dass sich die Wolken teilen vor unserem Ort oder vor unseren Ortschaften. Und dass ich hier noch gut durchziehen kann. Ah! Und dass das Stroh natürlich nicht nass wird, ne? So, gucken wir mal schnell zum anderen Drescher. Das passt.
So, jetzt habt ihr den anderen auch mal gesehen. Class 7700 Lexion Terra Truck. Terra Truck heißt auf Raupe. Kein Reifen, sondern die Kette, die er da hat. Diese Panzerbereifung. Ist ein Hybrid-Drescher. Hybrid, wer in Bio aufgepasst hat, weiß, dass das eine Mischung ist. Das heißt, zwischen Rotor und Schüttler. Ist jetzt bei Raps egal. Ja, wird irgendwie, keine Ahnung, 600 PS oder sowas haben. 10 Meter Schneidwerk, 9 Meter Schneidwerk. Der andere hatte 7,5 Meter. Ja, und jetzt kämpfen wir so ein bisschen gegen den Regen. Ich muss bei der Genossenschaft mal anrufen, ob die schon da sind. Der Wagen ist voll. 5 Hektar hat er geschafft. Das heißt, der hat ja ein bisschen vorher angefangen. Aber von der Hektarleistung wäre fast gleich. Ne? Ja, schauen, was wird. Ich habe ein bisschen Angst. Ich muss mir jetzt beeilen, nicht, dass der andere Zug nass wird. Aber es sieht schon richtig gefährlich aus. Na gut. In einer Stunde regnet es, eine kurze Wolke. Je nachdem, was da kommt, versaut es mir meine Ernte auf dem Wochenende. Nochmal zu Ölsaaten. Ich habe ja Raps gemessen. Jetzt fragt ihr euch, warum unter 10%? Ist doch viel zu leicht, oder nicht? Nee, Ölsaaten, also egal ob Sonnenblume oder Raps ist, die sind erst ab 9% lagerfähig. Während Getreide bei 14,5-15% lagerfähig ist. Das ist der kleine Unterschied. Das hatte ich am Anfang des Videos gar nicht erzählt. Also die nicht aus der Landwirtschaft kommen, nicht wundern. Also, na gut, ich muss mal telefonieren. So, es ist ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit. Beide Drescher stehen mittlerweile schon. Es fängt so langsam an, sich einzunieseln. Wir haben jetzt beide erstmal vorsichtshalber aufgehört. Problem ist, der eine Wagen hat keine Plane, wo jetzt ein bisschen Roggen drauf ist. Mit dem anderen, der eine Plane hat, bin ich jetzt gerade bei der Genossenschaft. Ich zeige euch mal, wie einfach und schnell das geht mit dem Abkippen. Eingewogen bin ich jetzt schon. Ja, zum Glück auch ein bisschen Feuer auch früher aufgemacht für mich. Das freut mich natürlich. Das ist das Geile mit hydraulischen Klappen. Ich bin dem Staub nicht ausgesetzt. Und ich bin der Einzige, der hier gerade in der Gosse kippt. Die Gosse ist leer. Das heißt, ich habe aufgerissen. Da passt viel drauf auf meinen Anhänger. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen wegen Überladung. So, das heißt aber, wenn die Gosse leer ist, dann reiße ich auf. Ah, das war falsch, so rum. Dann reiße ich auf. Und das erste, was rausfliegt, lasse ich rauslaufen und fahre dann langsam vor, bevor ich ankippe. Das heißt, der ganze Scheiß läuft nicht über. Und ich bin in eins leer. Das heißt, ich fahre jetzt schon wieder weg. Mit zwei Wagen ist das natürlich ein bisschen ätzendes Warten, weil man auf dem zweiten Wagen halt ein bisschen warten muss, weil halt im ersten schon so viel drin war. Ne? Aber so, das passt schon ganz gut. Ich hoffe, ihr habt da jetzt auch keine Sauerei hinterlassen, aber eigentlich nicht. So. Jetzt gerade hat es auch wieder aufgehört zu stippern. Dieses Phänomen, dass die Wolke sich bei uns immer bricht, ist hoffentlich dieses Mal auch so. So.
Tonnen. Das waren jetzt, ja, was soll ich sagen, ist wie gesagt der schlechte Acker, ne? Also da, das wird an der 3 rankommen, die vorne steht. Liegt halt ein taube Ehren und nicht ausgebildeten Körnern, ne? Wie gesagt, schlechtester Acker. Jetzt fahre ich schnell zurück und guck mal, was rapstechnisch geht. Und den Wagen werde ich auch gleich wegfahren. Beziehungsweise erstmal gucken, was der andere. Oh, jetzt kommt hier gerade ein Zug mit 18 Tonnen Getreide an. Und ich habe schon vorhin abgekippt. Das war schon sehr, sehr gut. Das war schon sehr, sehr gut. Ja, es tut nicht weh, meine Hand zu heben. Das heißt, wir geben Gas und sorgen dafür, dass wir die Ernte trocken reinkriegen. So, das erste Schau haben wir gerade so überlebt. Ja, jetzt werde ich schon wieder angerufen. Das ist ein ganzes knappes Ding hier zwischen. Wir hören auf und wir probieren es nochmal. Und jetzt gerade standen wir, probieren es nochmal, aber in einer halben Stunde kommt nochmal ein bisschen was. Ich melde mich gleich. Das war's für heute. Dreschen abgebrochen, macht keinen Sinn. In einer halben Stunde kommen nochmal so scheiß paar Tropfen. Und diese paar Tropfen, die machen morgen immer zu zäh. Dann geht's nicht durch den Drescher. So, na gut, ich melde mich gleich. Was man merkt, ist, dass das Stroh klamm wird. Ab und an hat man auch nochmal einen grünen Halm. Gut, ich bin jetzt auf dem Vorgewinde. Und verlusttechnisch hat man auf einer Handfläche nur mal ein bisschen Kümmerkorn. Weil wie gesagt, ab und an mal Kümmerkorn da liegen. Aber grundsätzlich sind die Verluste hier beim Getreide wirklich in einem mehr als guten Rahmen. Man muss auch immer beim Verlust, wenn man guckt, muss man halt differenzieren zwischen Schwattablage und ich sag mal, wenn man das Stroh häckseln würde, wo die Verluste natürlich so ein bisschen zentrierter sind auf Schwatt. Das ist eine andere Zahl, die man auszählt, als wenn man es jetzt übers Feld verteilen würde. Und dadurch, dass ich aber nur so ein bisschen Kümmerkorn gefunden habe, ich habe eben nur schnell geguckt, nur so nebenbei zwischen Tier und Angel, weil jetzt kommen schon wieder die ersten Tropfen. Aber wir haben öfter reingeguckt, das ist alles schon ganz gut, so wie es ist. Und naja, morgen 11 Uhr machen wir weiter. Ich muss mal sehen, inwieweit ich das noch in diesem Vlog mit aufnehmen werde, wegen Schneiden und sowas, dass ihr das so rechtzeitig kriegt. Ich werde gleich auf jeden Fall ein bisschen vorschneiden, bringe noch den Raps weg, dann kann ich dazu noch was zum Ertrag sagen. Raps wird auf dem Hof gekippt, nicht in der Wasser. Den Wagen fahre ich, wie gesagt, erstmal in der Halle rein und dann schauen wir weiter, was wir machen. So ist erstmal Feierabend. Ja, weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich habe heute Vormittag sogar noch eine Beregnung umgebaut. Dafür reicht der Regen natürlich nicht. Das ist so einfach nur etwas, um dir einen Brei zu spucken. Ja, Feuchtigkeit da mal bis zum Schluss gepasst. Ne? Ja, wir knapp unter 9 im Raps und der eben gerade noch mal von dem Anhänger eine Probe gezogen mit 12. Mit 12 und ein bisschen. Dementsprechend. Ja. Naja, deprimiert einen so ein bisschen, aber was wir auch machen. Wir sehen uns dann, wenn ich den Raps abgekippt habe. Thank you.
So, ihr habt es gesehen, der zweite Wagen war nicht ganz voll. Das war es auch erstmal mit dem ersten Erntetag. So. Auf die Waage fahren. Ich glaube, der Anhängerzug hat 8 Tonnen oder sowas leer. Meine ich 8 und ein bisschen. Und ich hatte jetzt 25 und ein bisschen drauf. Ich kann da gleich was zu Erträgen sagen. Ja, ich glaube, ich mache das in Ruhe, wenn ich wieder auf dem Feld stehe. Morgen bereitstehen. 11 Uhr soll es morgen weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe oder nicht. Mit beiden. Beiden 11 Uhr. Weil jetzt ist auch wieder nur trocken. Es kam kein Regen mehr. Das war nur einfach so, um mir ans Bein zu pinkeln. Mehr war das nicht. So, na gut, wir sehen uns gleich am Feldrand. So, ich wollte ja was zu den Qualitäten sagen. Die haben beim Raps schon mal Ölgehalt gemessen, ist aber keine geeichte Waage. Das wird eingeeichte, was ist das? Nicht Waage, sondern Messstelle. Das wird eingeschickt und dann gibt es ein Ergebnis. So haben die jetzt aber 44% gemessen. 40 sollte er haben, darüber gibt es einen dicken Aufschlag. Das heißt, da kann man sich schon mal ein bisschen drauf freuen. Besatz ist bei 1,9%. Alles unter 2% gibt auch einen Aufschlag. Also Aufschlag meine ich ein bisschen mehr Kohle. Ne? Also Feuchtigkeit 9,3, ist jetzt 0,3 drüber, wird glatt gezogen, ist gut. Erntetechnisch sind wir knapp bei 2 Tonnen. Ist nicht der Hammer. Wir haben den Preis relativ gut abgeschlossen. Das heißt, es passt noch und ist der schlechteste Standort. Ich weiß, dass die anderen Standorte wesentlich besser sind. Das heißt, wir können uns da auf mehr freuen. Trotzdem ist eine 2 hier enttäuschend. Ist aber auch mit das Vorgewinn. Das Vorgewinn allein sind ja schon 2 Hektar. Ne? Mag sein, dass das, was hier jetzt noch steht, also es ist knapp Halbzeit hier, mag sein, dass die Zahl sich hier noch ein bisschen verändern wird. So, zum Roggen kann ich sagen, ja, ertragtechnisch scheiße. Hektolitergewicht sind wir bei 74 Kilo, das passt, 72 darf er haben. Fallzahl weit über 300, 140 sollte er mindestens haben, Hektolitergewicht auch mindestens 72 Kilo. Mutterkorn ist nichts drin gewesen, 0,05% darf er haben. Mutterkorn, das sind so... Ja, so schwarze, lange Körner an der Ehre oder im Erntegut. Es ist giftig, daraus kann man auch LSD oder so einen Scheiß machen. Das ist, darf nicht sein in der Fütterung, also weder Mensch noch tierischen Fütterung. Ja, Staub 0,5%, Aspiration 2,3%. Also qualitätstechnisch ist alles top. Auch vom Austausch her. Nur die Tonnage stimmt noch nicht, aber wie gesagt, ich habe es ja angekündigt, war ein Trauerspiel. So, viel erstmal dazu. Morgen um 11 geht's weiter. Ich bin am Überlegen, ob ich den Vlog hier beende. Weil ich muss den ganzen Kram ja schneiden und eventuell kommt das, was morgen dann passiert, in den Mittwochsvlog, dass ich das schon mal fertig machen kann. Bin ich mir aber noch nicht mehr sicher. Aber dementsprechend sage ich schon mal danke fürs Zusehen. Like gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Ist ja jetzt, ich denke, was Längeres geworden. Kommentiert mal, wie bei euch so die Erträge sind und sowas. Ob ihr überhaupt schon angefangen habt und wenn, wie es war. Weil ich denke, alles, was jetzt schon unten ist, ist nicht gut. So. Erstmal Stand der Dinge. Ich denke, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Ja, es klappt nicht. Oh mein Gott. Ich wollte die scheiß Kette vergessen haben.